Weiter geht es mit einer neuen Folge Mafia 3. Lincoln Clay ist hier wieder am Start und wir haben eben gerade die Gegend so richtig aufgemischt. Tote überall und jetzt müssen wir rüber zu Nikki Burke. Natürlich heute eine Doppelfolge, denn ihr habt die letzte Folge richtig gut supportet. Und wenn ihr weiter so am Ball bleibt, dann könnt ihr euch natürlich auch auf mich verlassen und es wird weiterhin Doppelfolgen geben. Gut, wir müssen hier hin. Na, Nikki? Was geht so? Dallas wird nicht happy sein, wie du sein Geschäft mit dem Fusel aufgemischt hast. Du hast Carls Aufmerksamkeit. Er ist in der Sweetwater-Brennerei. Irgendeine Idee, wie er reagieren wird? Er ist so ein Sumpfheini, völlig ballerballer. Was glaubst du, wie der reagiert? Trotzdem könnte es sich lohnen, ihn in der Nähe zu behalten. Keiner kennt das Bayou so gut wie er. Hast dann bei mir gut, Nikki. Das kannst du laut sagen. Okay, du hast die Karte. Fahr da raus und finde die Schwarzbrennereien. Als er noch geboxt hat, nannte man ihn Brooklyn Bevers, weil er seine Gegner so hart getroffen hat, dass man's bis Brooklyn gespürt hat. Ein guter Rat. Red nicht über den Schlachter, wenn mein Alter in der Nähe ist. Okay, okay. Mann, warum gibt's hier keine schönen Frauen? Ich weiß nicht, hier gibt's nur so hässliche Alte. Alright. Wir müssen wohin? Wir müssen hier drüben hin. Und ich brauche unbedingt Elektroteile. Warte mal, ich habe ziemlich viel Geld. Das sollten wir abliefern. Schick mal jemanden nach Point Verdon, der mir ein bisschen Bares abnimmt. Klar doch, Cher. Bin schon unterwegs. Alles klar, sehr gut. I have so much money. Und das Geld gebe ich dir. Pass gut darauf auf. Wehe, du verlierst das. Okay, ich wäre dann soweit. Wenn du das verlierst, ja, dann mache ich dich fertig. Wie die Leute hier drauf sind. Diese verdammten Rassisten. Und eine neue Platte bekommen. Huh? Moment, hier drüben. Genau das suche ich doch. Ich will nicht, aber ich könnte. Und ich würde dich so hart fertig machen. Du würdest dein Essen nur noch püriert essen. Alles klar, der Bulle schaut nicht hin. Wir nehmen uns eine Karre. Oder sollen wir eine rufen? Was haben wir denn hier im Angebot? Naja, wenn, dann der hier. Der Drifter. Wir brauchen einen neuen Wagen. Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Oh, was haben wir hier Schönes? Hey, hey, hey! Ladies! Einen schwarzen Bruder über den Haufen fahren? Uncool. Fucking uncool. Hier ist dein Wagen, Boss. Das ist eine große Hilfe. Dankeschön. Ab geht's. Rot, nicht für mich. Wie die Bullen dabei gar nichts machen. Damals, im zweiten Teil, da waren die ja richtig pingelig. Da war es ja schon eine Simulation. Rote Ampeln und sofort die Bullen. Zu schnell fahren, sofort die Bullen. Hierhin, da waren wir doch schon. Das stimmt, wir suchen und wir suchen. Aber hier waren wir doch schon. What? Hier drüben ist sogar jemand. Er macht die Beatbox. Aber die Beatbox, die ist vorbei. Alright. Bargeld? Du bist einer von den bösen Jungs, oder? Vorsicht, Platz da! Du warst keiner von den bösen? Egal, ein Ding in die Schnauze. Also, wir sollen hier hin. Okay, da oben sind böse Jungs. Machen wir es gut, machen wir es richtig, machen wir es perfekt. Und knack. Einer von den bösen Jungs? Hier laufen so viele Zivilisten rum. Der hier auch. Zivilist? Der hier drüben? Kein Zivilist. Mega verwirrend. Stöhn für mich. Was? Verschwunden. Und du hier? Zivilist.
Ich nehme mal hier ein bisschen was mit. Da bist du also. Ja, da bin ich. Und du bist tot. Kein Geld? Alright, hier bin ich richtig. Money. I need money. Mach dich hin, Sondale. Hab einen. Schnauze. Scheiße. Oh. Alright, alright, alright. Du und Berg, ihr könnt mich am Arsch lecken. Du redest zu viel. Das ging ziemlich fix. Die Destille ist leergeräumt, geputzt und bereit für deine Jungs. Hoffentlich steht sie noch. Meine Jungs sind auf dem Weg. Schnappt ihm das Schlachthaus weg und diese Ratte Barbieri wird reagieren müssen. Okay, das erste hätten wir. Jetzt noch die andere Sache hier fertig machen. Und dann hätten wir dieses Gebiet hier komplett für uns gewonnen. Und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, wir haben drei Gebiete für uns gewonnen. Irgendeine Reaktion muss passieren. Thomas Burke kam als Kind in die Staaten, als sein Vater aus Irland floh. Wahrscheinlich wegen der Rolle, die er dort im Bürgerkrieg gespielt hatte. Als sein Vater einem Herzinfarkt erlag, fing Burke an, illegal Schnaps herzustellen. Er betrieb die Schwarzbrennerei in ganz großem Stil und das fiel Sal Marcano auf. Burke machte in der Mafia Karriere, konnte aber wegen seiner Herkunft kein festes Mitglied werden. Tja, so war das eben. Hat jemand den Film Goodfellas gesehen? Selbes Thema. Wenn du kein Italiener bist, dann wirst du auch nie ein richtiges Mitglied. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Moment, hier waren doch noch spitze Titten. Ich hab doch da irgendwo was gesehen. Aber der Laden ist so fucking groß. Hier drin kann man sich ja nur verlaufen. Das war doch irgendwo hier drüben, oder? No, meine Boobs. Warte mal, ich brauche meine Boobs. Ich brauche sie. Na, die sehe ich jetzt hier nicht, weil wir hier die Gegend... Moment, sehen wir es vielleicht so? Waren die Boobs hier oben? Es muss doch auf der Seite irgendwo gewesen sein. Warte. Bin ich hier hoch? Ah, hier drüben. Einen Irren oder einen Iren? Oder beides. Wie bin ich hier hoch? Ich sag ja, volles Labyrinth. Also, wir wollen hier oben hin. Wir gehen hier durch. Was macht dieser Mann nicht alles für seine Boobs? Ich habe mehr verbracht und nie schwimmen gelernt. Stell dir das mal vor. Derbe Story. Ach, hier drüben. Stimmt. Bei den Fässern vorbei und dann hier hoch. Ein weiter Weg und ich hoffe, das Bild ist gut. Was war denn das? Ich bin gegen eine Wand gelaufen und du fällst hin? Pass doch auf, du Dorftrottel. Was? Ich bin dein Chef. Ich kann dir die Kehle aufschneiden, ne? Huh? Oh, die hat ja Augen. Der Teufel ist eben doch blond und ein Mädchen. Genau so stelle ich mir den Teufel vor. Genau so. So sieht der Teufel aus. Blond und ein Mädchen. Vorsicht, Pflaster! So, was braucht die Briefmarke? Richtig, ein Stempel. Es ist hier nachts ein bisschen lauter, aber ich glaube größtenteils ist das ganze Haus.
Okay, wo müssen wir als nächstes hin? Wir sind hier und wir haben hier drüben was, oder? Yep, da müssen wir hin. Burr. Whisky, überall Whisky und kein Tropfen zu trinken. Und wo ist mein Schlitten? Mal ein Tröpfchen ab und zu. Egal, wir nehmen den hier. Passt. Kann ich mitarbeiten. Einmeldung aus New Bordeaux. Hollis Dupree, der weiße Bürger aus South Downs, der zwei Farbige in angeblicher Notwehr erschossen hat, wurde verhaftet. Laut Duprees Verteidiger sah sich der Staatsanwalt durch Bürgerrechtler und das wachsende nationale Interesse an dem Fall hierzu genötigt. Der Korea-Veteran wurde bis zum Prozess gegen Kaution freigelassen. Dupree wird beschuldigt, die Vietnam-Veteranen Trey McCall und Lamont Harris getötet zu haben, als sie an seine Tür klopften, weil sie wegen eines Plattenreifens Hilfe benötigten. Verdammt harte Geschichte, oder? Wird aber auch Zeit. Was geht? Gleiches Recht für alle. Sunny ist wieder drüben bei Robert O. Drückt sich in letzter Zeit ganz besonders blumig aus. Der Schlachter war wohl nicht gerade begeistert davon, dass Sunnys Geschäfte gestört worden sind. Genau. Und die Kacke ist echt am Dampfen. Sunny ist entschlossen, alles wieder ins Lot zu bringen. Dass seine Leute mehr Schiss vor ihm haben als vor dir. Wir werden sehen. Bleib undercover, bis das hier vorbei ist, okay? Dann holen wir uns mal. Ich kann mir nicht mal vorstellen, was Burke dem Schlachter antut, wenn er ihn in die Finger kriegt. Scheiße, Mann. Sunny hat eine Schwäche für Messer. Der Penner liebt es, an Leuten rumzuritzen. Hört sich verdammt krank an. Gefällt mir. Ich mag kranke Scheiße. Oh, die Oma hier beim Saufen. Und du da hinten? Ich hab's gewusst. Präventiv erstmal eins in die Fresse geben. Ach, kommt schon, Leute. Wichtiger Mann hier. Ich muss durch. Achtung, Bullen. Keine Fehler machen. Ganz schön nebelig. Oh, super Lied. Da wären wir. Die Fleischerei. Ziemlich gut bewacht. Da steht einiges uns im Weg. Erstmal ein bisschen Knete mitnehmen. Sollen wir uns durchballern? Beerdigung? Zu viele verdammte Begräbnisse in letzter Zeit. Vito, das Arschloch. Und wenn er nicht mehr behält, die Eier sammeln. Oder so zu verarschen. Wegpusten. Gehört irgendein Farbiger uns. Loyal. Was hat so Schwarze hier oben zu suchen? Kein blassen Schimmer. Aber über den verliert keiner eine Träne. Wenn ihr ihn seht, fackelt ihn ab. Ich hab die Scheiße satt. Tja, der Nigger hier ist knallhart. Der weiß eben, wie das Business läuft. Gott verdammt, er hat noch einen Neville. Aha, und jetzt dich? Keine Chance gegen mich. Alles klar, Wachposten muss natürlich weg. Holy shit, was läuft denn hier für eine Scheiße? Also die haben den Tod mehr als verdient. Sneaky, sneaky, sneaky. Wissen die Bescheid? Ich glaube nicht, oder? Komm her! Oh! Nett! Richtig nett! Lincoln, er macht keine halben Sachen. Der Dude räumt auf.
Und immer noch so lustig? Jetzt, wo du tot bist? Ich glaube nicht. Rinderhälften und halbe Männer. Guck, guck, hinter dir. Okay, die anderen sind alle oben, wie es scheint. Dann gehen wir mal nach oben. Und bringen den Jungs da oben bei, was Schmerz bedeutet. Die haben keine Ahnung, was übel ist. Ah, ah. Keine Verstärkung. Nope. Saftiger Kill. Ich mag es, wenn man das Blut so richtig schön spritzen hört. Oh, nice. Medikits. Geh um ihn rum. What? Er läuft direkt zu mir. Habe freies Schussfeld. So ein Vollidiot. Also der hat den Tod wirklich verdient. Ah, oh, der hat eine Shotgun. Da wollte ich auch eine schöne Hinrichtung machen. Und der Kollege hat natürlich eine Shotgun. Könnte Hilfe gebrauchen. Die Shotgun ist mies. Shotgun ist fucking mies. Hey, ich will nur reden. Hab gelogen. So, Mr. Metzger. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, du sagst es. Tat weh, ha? Bleib mal da liegen. Denn deine Titten, die hole ich mir zuerst. Zeig mal her, was du hier Schönes hast. Lecker, lecker. Großes Dankeschön. Großes Dankeschön. Du könntest der Bratwurstkönig von New Bordeaux sein, wenn du für mich arbeitest. Na, wie klingt das, Sonny? Na sicher. Ich mag es sowieso irgendwie, hier zu arbeiten. Gut. Burks Leute werden sich melden. Und ein Schlag in die Fresse, ist wie ein Markenzeichen von mir. Jede Menge Bargeld. Der Schlachthof ist sauber. Schickt deine Leute. Hey, kümmert euch nicht um die Leichen. Meine Jungs wissen, was sie damit machen müssen. Alles vorbereitet. Der Schlachter ist unterwegs. Zeit, den tollwütigen Hund zu erschießen. Da wird ja auch Zeit. Und wie hat es Mr. Clay geschafft, dass Thomas Burke, Vito Scaletta und diese Frau namens Cassandra zusammenarbeiteten? Er hat alle eingeladen. Zu einem Treffen in einem alten Plantagenhaus unten im Bayou. Als dann alle versammelt waren, erklärte er ihnen, wie er Marcano zur Strecke bringen will. Lincoln kann sehr überzeugend sein. Oh ja, das kann ich. Das kann ich wirklich. Ja, hab eine Menge Horrorgeschichten gehört, was in diesen Räumen passiert ist. Das glaube ich. Das glaube ich sofort. Jetzt selbst welche. Ich bin der pure Horror, mein Freund. Alles klar. Ich habe mir einen Gefallen verdient. Nett. Gut, wir haben hier die ganze Sache über die Bühne gebracht. Wird Zeit, Phase 2 einzuleiten. Geht, geht, geht. Ich darf an meiner Straße.
Erstmal noch so eine Laterne mitgenommen, einfach weil ich es kann. Und dann hier perfekt geparkt. Ey, die Steuerung von dem Ding ist richtig mies. Ich brauche den Jeep. Der Jeep war einfach Premium. Der war richtig gut. Gerne rumgejeept. Was soll das denn werden? Ich werde gleich Besuch kriegen. Jeden Augenblick taucht Barbieri hier auf. Was, Barbieri hier? Hat er gesagt und normalerweise quatscht er nicht rum. Wir haben eben telefoniert und ich habe ihm gesagt, ich erwarte ihn hier, um die Sache zu klären. Verfickte Scheiße, Burke. Du kündigst doch dem Feind den Hinterhalt nicht schon an, bevor er... Großer Gott, wenn du alles immer so ernst nimmst, wo bleibt der Spaß? Echt jetzt, was soll schon passieren? Dass wir alle draufgehen. Hey, das könnte sein. Ganz ruhig. Ist noch nicht. Der Schlachter und seine Jungs sind hinter mir her. Sicher? Wenn's einen Vorteil hat, deine Scheißtochter zu sein, dann den, dass ich weiß, wie eine blutrünstige Horde Ithaka aussieht. Ich lock sie mit dem Scheinwerfer beim Wasserturm an. Ich habe im Hof ein paar Fässer verteilt. Mit einer speziellen Spritmischung drin. Eine Kugel und die explodieren. Darum halt lieber ein bisschen Abstand. Ich nehme die Ithaka vom Kran aus ins Visier. Und du? Verziehst dich aufs Dach. Und noch was. Wenn du abhaust, niete ich dich persönlich um. Ist das klar? Na dann bis nach der Vorstellung. Hoffen wir es. Alles in Ordnung, Kleine? Wie bitte? Mein Papst fragt, wie es mir geht? Womit habe ich denn plötzlich so viel Fürsorglichkeit verdient? Scheiße, ein einfaches Ja oder Nein hätte gereicht. Okay, wir sind hier, er hier drüben und sie auf der Seite. Und da kommen sie. Ihr seid die bösen Jungs, oder? Problem Nummer 1. Na komm schon. Wie der geflogen ist. Warum wollen die hier nicht explodieren? Rechts von dir, pass auf! Hättest dich nicht mit den Iren anlegen sollen. Okay, wo wollen die hin? Die wollen hier drüben hin. Wo ist der Mistkerl? Wie geht's deinem Schädelpaar? Ich hab das Gefühl, mir krabbeln Feuerameisen durchs Hirn. Da werden die armen Viecher ja glatt verhungern. Alter, die sind schon oben. Komm her, dann ramm ich dir meinen Riemen in den Arsch. Ey, deinen Riemen will niemand, ja? Vergiss die kleine Überraschung nicht, die ich für die Ithaka hab. Boah, die machen mich hier gerade ganz schön rund. Lebensenergie. Alles klar, die sind deutlich schneller und die Sniper ist so wahnsinnig träge. Okay, der will nach oben. Bin bereit. Ein schönes Ding ins Gesicht. Kriegen wir das nur mit der Sniper down? Hey, der kleine Nigger von Berg geht mir am Arsch vorbei. Ich will diesen Nieren haben. Kapiert? Ich reiß ihm so den Arsch auf, dass er sein Leben lang nicht vergisst. Bringt mir diesen Schwanzlutscher und zwar lebend. Da ist jemand wütend. Da ist jemand richtig wütend. Okay, ich gehe runter. Scheiß doch drauf. Ich habe doch keine Angst. Lincoln Clay. Ich box mich da durch. Scheiße durchladen. Okay, da drüben rennen sie rum. Flupp. Flupp. Okay, 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 okay. Oh shit. Leck mich, du Schwanzlutscher!
Alter, ich hab dem Polle keinen ins Gesicht geballert. Wie kann der noch leben? Ihr habt euch mit der falschen Nieren angelegt, ihr Bastarde! Ausgerechnet hier drüben einer mit einer Sniper. Nice. Nice. Munition wäre gut. Lincoln, renn, Bruder, renn! Gib mir das hier, gib mir das hier, gib mir das hier. Was bist du für ein Biest? What? Er schießt einmal und ich bin so gut wie tot. Ich habe keine Munition. Hat irgendjemand hier eine Waffe? Ah, hier drüben ist ein Sniper. Ah, gib sie mir. Wie er rumrennt. Da steckt er auch noch weg. So, aber jetzt. Schnell hier drüben hin, bevor er sich erholt. Ah, 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 mit X diesmal. Hättest ein paar Kugeln aufheben sollen. Ein Team aus einem Ehren und einem Nigger. Verdammte Scheiße. Hätte nie gedacht, dass ich das noch erleben muss. Was soll ich sagen? Die Welt dreht sich weiter. Der lebt ja immer noch. Sieh an, du bist ja immer noch, du Arschloch. Selber Arschloch. Reiß dein Maul ruhig auf. Lang hast du ja nicht mehr. Was denkst du, passiert als nächstes? Du kannst ab direkt neben mir. Du und dein ganzer Scheißladen. In der Hölle kannst du mit dem Schwanz lutschen. Alles okay. Nimm seine Beine. Wir müssen ihn in die Garage bringen. Fette Sau. Wir konnten nie exakt rekonstruieren, was passiert war mit Barbieri. Vor allem, weil sein Leichnam erst Mitte der 80er gefunden wurde. Ein Armeekorps war zufällig damit beschäftigt, Teile des Mississippi auszubaggern. Und da fand man seine Leiche im Kofferraum eines alten Autos. Seine beiden Beine waren so oft gebrochen worden, dass kaum noch ein Knochen übrig war. Ganz schön derbe. Und wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich baue auf euren Support. Was ist das, Hagel? Nein, das ist nur gewöhnlicher Regen. Was machst du da, alter Mann? Du bist ein harter Hund. Ja, nicht bewerten vergessen. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder bei einer Doppelfolge. Danke, Leute. Und